Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Battlefield 1942 mit mir Mikey. Luftschiff-Captain nicht. Der Witz wird nie alt. So, wir spielen heute die Karte Midway. Die Schlacht um Midway ist im vollen Gange. Ja, lest euch das mal durch, die Besprechung. Und ansonsten sage ich Ziele. Midway ist der Schlüssel zum Sieg. Wenn wir hier die Stellung halten, können wir langsam aber sicher die japanischen Einheiten dezimieren. Der Flugzeugträger ist unser erstes Ziel. Wenn Sie ihn versenken können, machen Sie es. Jawohl, Sir, Colonel, Sir. Ich wollte jetzt einfach nur mal das Lied genießen. Ich finde, die Version von Battlefield 1942, die Musik, die Originale, am besten. Na, flackig will ich jetzt nicht. Warte mal, ich möchte ein Flugzeug. Ich will ein Flugzeug haben, Leute. Flugzeug. Warte mal, wie komme ich hier nochmal raus? Oh, das ist Schnäbigkeiten her. Ich bin sonst immer mit Desert Combat mit den Nimitz unterwegs gewesen. Flugzeug! Was ist das, ein Japaner? Haben wir hier nicht Flachs irgendwo rumparken? Warte mal, wie komme ich hier nochmal zu den Landungsbooten? Vielleicht so. Warte mal, kann ich hier irgendwie ruhig machen? Ja, geht auch. Dann mache ich jetzt so, dann rein ins Landungsboot. Warte mal, ich will runter? Ne, da muss ich auf 1 gehen, ne? Ja, okay. Was ich normalerweise mache, ich schnappe mir ein Flugzeug und fliege dann zur Insel und springe dann über die, jetzt nicht die erste, wo gerade zufahren die Fahne ab, sondern die andere. So. Da ist schon alles voll in Gange. Boom! Küss die Erde, Baby. Oh, Moment, jetzt fängt die Nase an zu jucken. Ist ja geil. Und wie Security ist. Dann lasst mir wenigstens noch einen Panzer da, Leute. Und ich habe jetzt keine Lust, da hinten hinzulatschen. Ui! Die Japaner bomben und stürzen ab. Okay, weil normalerweise. Oh Mann, Ohr juckt auch gerade. Weil normalerweise fliege ich mit dem Flugzeug und da, wo die Japaner jetzt die Flagge erobert haben, da würde ich jetzt normalerweise landen. Ein Medic! Medic! Fuck. Damit haben wir gleich ein Problem. So, ich versuche jetzt einfach mal. Ja, nee, ist klar. Ich springe jetzt einfach mal hier rein und ihr kennt ja meine Taktik. Camperl ist grüßen. Jetzt kriegt er die Zehen auseinander. Okay, ist auch ein Amerikaner und kein Brite. Good job, Soldier. Nee, nicht? Aber davon sehr viel. Hat jemand für mich ein bisschen. So, eben mal schnell auftanken und da jetzt Bomben fallen. Okay. Aber ich bleib mal hier, weil die Japaner, die kommen ja gleich hier rüber. Warte mal. Ich
Komm, schmeiß eine Bombe. Ist meiner von uns? Warte mal, ich fahre mal kurz den nach hier hinten, weil hier sind mit so viele Landungsboote unterwegs gewesen. Und sehr viele davon. Sieht ja fast wie eine Invasion hier aus. Was macht der... was macht der Ami da mit seinem Landungsboot? Sollen wir mal eben schnell wieder heilen? Okay, hier ist nicht gut. Ein Panzer. Ich wollte gerade Tanzer sagen. Habe ich, glaube ich, sogar, ne? nicht baden gehen. Ist doch nicht gut für den Panzer. Ey, da hat ein Panzer vom Wasser kaputt geht. Damit so, als wenn das Ding elektrisch geladen wäre. Okay. Ich sehe überhaupt nichts hier. Warte mal. Da fällt doch gleich eine Bombe bestimmt auf mich drüber. Nee, aber ist irgendein abgestürzt. Ja, der wollte mich kamikaze-mäßig rammen. Warte mal. Machen wir mal so, mischen wir ein bisschen mit. Ach, guck mal, deswegen haben wir hier so viele japanische Landungsboote. Mein Lieblingszerstörer ist wieder unterwegs. Frag mich jetzt nicht, wie die Klasse heißt. Ich konnte die mal auswendig. Das sind das, da ich auch das, damals das Identifikationshandbuch von Task Force 1942 hatte. Das ja gleichzeitig Kopierschutz war. Treffe ich den jetzt oder treffe ich den nicht? Ja, ich höre es! Und ich sehe es. Ah. Tag auch, wie geht's dir, Mike? Da steht wieder ein Panzer. Interessant, dass meine nicht explodieren, wollte ich gerade sagen. Traut sich kein Japaner mehr an. Warte mal eben. Jetzt trauen die sich da hinten. Die trauen sich ja, Watto. Tja, Pech gehabt. Ich bin schon weggefahren. Ei. Ja, wenn da nicht hier ein Japaner liegt, dann weiß ich auch nicht. Wow, der fliegt ja weg, hör mal, der Mann. Da hat sich wohl gerade ein Zerstörer mir eingeschossen. Sag mal, was macht ihr denn, Leute? Ui! Ja, der Zerstörer. Der zerstört wieder. Der will ja bestimmt eine Bombe schmeißen, aber.
Aha, Entschuldigung, das war einer von meinen. Der fliegt doch nicht auf mein Panzer? Boing. Ja, nee, ist klar. Kaum ist Papa Schlumpf nicht da, dann, kann ich den von hier aus treffen? Dann versuche ich meinen Zerstörer zu versenken. Ich glaube, jetzt versucht er mich zu versenken. Ich glaube, ich habe ihn getroffen, oder? Geht der unter? Wir werden es, glaube ich, nie erfahren. Weil wegen... Jetzt haben wir gewonnen. Oh ja. Die US-Flotte hat einen entscheidenden Erfolg bei Mitwährungen. Viele halten diesen Sieg für die bislang wichtigste Seeschlacht des Krieges. Dank der Informationen der Aufklärung waren die amerikanischen Admiräle ihren Gegnern stets einen Schritt voraus. Nach dem Verlust ihrer modernsten Flugzeugträger befindet sich die kaiserliche Flotte mit Sicherheit auf der Flucht. Ja, die Schlacht um Midway, die, das Spiel Task Force 1942 behandelt die Schlacht um Midway. Das ist ein richtig schönes Strategiespiel, wo man das Ganze, die Schlacht, entweder auf Seiten der Amerikaner oder Japaner planen kann. Und wenn dann immer ein kleines Scharmützel ist, wenn sich so feindliche Flotten gegenüberstehen, kann man dann sogar auf dem Simulator umschwenken und dann sogar die Schiffe steuern. Und eine Schlacht, die dauert immer. Das ist wirklich Echtzeit, wenn man das machen möchte. Ja, aber wie gesagt, Task Force 1940 ist aus dem Jahre 92 oder so, von Microprose natürlich. Die haben damals die besten Spiele gemacht, finde ich. So. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt weiter. Sieg auf der ganzen Linie. Wir machen jetzt, das war Midway. Wir machen jetzt keine Ahnung. So. Wie viele Schlachten sind das jetzt noch, die wir machen müssen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch jetzt nicht, hier sind wir jetzt... Ist jetzt hier der Pfeil, das Schwarze, hier noch die, die wir machen müssen? Oder das Gelbe? Ich habe keine Ahnung. Weil ich meine, bei der ersten Kampagne, die wir gemacht haben, bei der ersten Mission, war das Ganze, das Gelbe, hier voll. Ja, lass uns überraschen. Ich sag mal, bis demnächst, euer Mikey.